Versuch 12. Die Konzentrationskette. In diesem Praktikumsversuch sollen die Zellpotenziale von 6 verschiedenen Konzentrationsketten gemessen werden. Anschließend werden hier noch über Konzentrationen und Aktivitäten die jeweiligen Potenziale berechnet und verglichen. Im dritten Teil des Versuchs soll schließlich das Löslichkeitsprodukt von Silberchlorid bei 25 Grad bestimmt und mit dem thermodynamisch berechneten Wert verglichen werden. Nun zuerst zu den Grundlagen. In einer Konzentrationskette bestehen die Elektroden beide aus demselben Metall, welches in zwei Metallsalzlösungen unterschiedlicher Konzentration eingetaucht ist. An der Kathode wird Silber abgeschieden, die Silberionen werden also zu Silber reduziert. Genau das Gegenteil passiert an der Anode. Hier wird das Silber oxidiert und geht als Ion in die Lösung über. Das Standardpotential einer Konzentrationszelle ist bei gleicher Zusammensetzung der Elektrolyte stets 0, da zwei vollkommen identische Halbzellen vorliegen. Liegen unterschiedliche Konzentrationen vor, kommt es zum Konzentrationsausgleich von der höheren Konzentration zur niedrigeren Konzentration. Nun zur praktischen Durchführung. Zuerst wird das Wasser auf 25 Grad temperiert und der empfindlichste Messbereich am Potentiometer eingestellt. Anschließend werden die Versuchslösungen, wie im Skript angegeben, hergestellt. Hierbei geht man in einer Verdünnungsreihe vor und stellt immer aus der vorangegangenen Lösung die folgende her. Zusätzlich werden noch zwei Bechergläser mit je 150 ml genommen, wobei eins mit Kaliumnitrat gefüllt wird und das andere mit 0,01 molarer Kaliumchloridlösung. Der fünfte Schritt ist nun, die Stromschlüssel mit Kaliumnitrat zu füllen und die Lösungen ins Wasserbad zu stellen. Anschließend folgt die eigentliche Messung. Die genaue Messreihenfolge wird dem Skript entnommen, allerdings gilt stets der Grundsatz, die niedrigere Konzentration wird links hingestellt, in die Mitte kommt die Kaliumnitratlösung als Elektrolyt und rechts die höhere Konzentration. Nachdem die Bechergläser in der richtigen Reihenfolge stehen, taucht man die Elektroden und Stromschlüssel ein. Nun kann eine Spannung am Potentiometer abgelesen werden. Anschließend wird das Gerät ausgeschaltet und die Elektroden gereinigt und dann mit den übrigen Lösungen nach gleichem Verfahren umgegangen. Für die Messung des Löslichkeitsproduktes nun, als letzten und dritten Schritt des Versuchs, wird der Messbereich auf 2 Volt gestellt und einer Messanrichtung von 0,01 molarer Kaliumchloridlösung gegen 0,01 molare Silbernitratlösung aufgebaut. Auch hier werden wieder die Elektroden und Stromschlüssel eingetaucht und zusätzlich noch ein Tropfen 0,1 molarer Silbernitratlösung in die Kaliumchloridlösung gegeben. Nun kann die Zellspannung abgelesen werden. Zum Versuchsende wird das Silbernitrat der 0,1 molaren Lösung zurück in die Vorratsflasche gegeben und die restlichen Silbernitratreste werden in einer Extraflasche zur Wiederaufbereitung gesammelt. Alle benutzten Geräte sind zu reinigen und die Pipetten mit Ethanol nachzuspülen. Hier sehen wir nochmal thematisch die Reaktionsgleichung aufgeführt. An der Anode läuft die Oxidation ab, das heißt, es lösen sich Silberionen aus der Elektrode und geben Elektronen ab. An der Kathode läuft die Reduktion ab. Silberionen nehmen Elektroden auf und scheiden sich als elementares Silber an der Elektrode ab. Das Potential der einzelnen Halbzellen lässt sich über die Nernst-Gleichung berechnen. E0, das Standardzellpotential, minus R mal T, also die Temperatur mal der allgemeinen Gaskonstante, durch die Anzahl der ausgetauschten Elektronen mal der Faraday-Konstante F. Ox steht hier für die Aktivität aller oxidierten Komponenten, Red für die Aktivitäten der reduzierten Komponenten. Wenn man jetzt die einzelnen Halbzellen voneinander abzieht, um das Potential der gesamten Konzentrationszelle zu berechnen, kommt man auf folgende Gleichung. A1 ist hier die Aktivität der Silberionen in der Halbzelle mit der geringeren Konzentration, A2 die Aktivität der Silberionen in der Halbzelle mit der höheren Konzentration. Eine näherungsweise korrekte Lösung erhält man bei Gleichsetzung von Aktivitäten und Konzentrationen.
Die Aktivitäten können über das Debye-Hückel'sche Grenzgesetz aus den Konzentrationen berechnet werden. Da die Aktivitäten temperaturabhängig sind, muss bei diesem Versuch isotherm bei 25 Grad gearbeitet werden. Für den Aktivitätskoeffizienten ergibt sich dann die folgende Gleichung. C ist die Konzentration der Ionen in der betrachteten Halbzelle. C0 ist in diesem Fall gleich 1. Mit dem Aktivitätskoeffizienten lässt sich die Aktivität dann sehr leicht bestimmen. Bei einem 1,1-Elektrolyten wie Silberchlorid errechnet sich das Löslichkeitsprodukt aus den Aktivitäten der einzelnen Komponenten. Die Aktivität der Chloridionen errechnet sich aus der Konzentration der vorgegebenen Kaliumchloridlösung, die sich durch das Zutropfen des Silbernitrats nicht bedeutend verändert. Man könnte den Versuch hier auch in ganz reinem Wasser durchführen. Dann wären die Aktivitäten gleich und es müsste nur eine von beiden gemessen werden. Allerdings ist das sehr schwierig, da selbst kleinste Verunreinigungen das Ergebnis verfälschen würden. Aus diesem Grund wird die Chloridaktivität durch das Kaliumchlorid vorher schon festgelegt und die Silberionenaktivität über die unten stehende Gleichung aus der gemessenen Zellspannung ermittelt. Nach dem eben genannten Schema können jetzt die Aktivitäten berechnet und die resultierenden Zellspannungen ermittelt werden. Die Zellspannungen, die jeweils über Aktivitäten bzw. Konzentrationen berechnet wurden, können dann mit den gemessenen Werten verglichen werden. Auch das Löslichkeitsprodukt lässt sich einfach über die eben genannten Gleichungen berechnen. Danach vergleicht man es mit dem thermodynamisch berechneten Wert.